Ja, moin Leute, willkommen zurück zu 21.05. Ist schon ein bisschen länger her, ich gebe es ja zu. Ich hatte so ein paar andere Sachen zu tun, bisschen was um die Ohren gehabt. Aber ich habe hier Lust und ich habe gesehen, dass es mittlerweile auch neue DLCs gibt. Der Orbit-DLC ist mittlerweile erschienen. Wahrscheinlich auch schon ein paar Wochen oder Monate, keine Ahnung. Und ich hänge mit unserer Firma noch in der Tundra, glaube ich. Da bin ich stehen geblieben zuletzt. Aber wie auch immer. Ich werde jetzt mal wieder gucken, was hier so los ist. Und ihr müsst mir jetzt einfach auch mal ein bisschen Zeit geben, dass ich mal wieder ein bisschen reinkomme, weil ich kann mich nicht mehr wirklich genau erinnern, was hier gerade so Phase gewesen ist. Was ihr auf jeden Fall weiß, dass wir in der Tundra gerade zugange gewesen sind und ich würde sagen, dass wir deswegen da auch erstmal weitermachen. Und dann, ja, wird sich ganz anotypisch sowieso schon wieder das nächste Problem irgendwo ergeben und dann werden wir schon gucken, was da irgendwie zu erledigen ist. Also es gibt noch eine ganze Menge Sachen zu entdecken, auf jeden Fall. Die ich noch nicht kenne, ihr vielleicht schon. Das kann ich nicht sagen. Also falls ich irgendwas falsch mache, gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Das ist natürlich immer hilfreich für mich. Okay, ich muss mal ein bisschen umschauen hier. Ich habe die Aufnahme jetzt mal auf 60 Frames hochgeschraubt. In der Hoffnung, dass das vielleicht ganz cool ist für den einen oder anderen. Aber vielleicht ruckelt es auch. Also keine Ahnung. Ist erstmal alles ein bisschen experimentell hier. Ich wollte ein bisschen was anders machen als früher oder sonst. Mal gucken. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay, Anno. Was haben wir hier alles? Ich muss mal kurz in die Option gehen. Ob sich da irgendwas verändert hat bei den Spieleinstellungen. Gameplay. Das sieht noch alles gut aus. Menschenmengen, das werde ich mal in der nächsten Aufnahme nochmal auf Max schrauben. Doch. Und was mich mal wirklich interessieren würde, ob es durch die neuen Updates das vielleicht ein bisschen anspruchsvoller geworden ist, weil wir spielen das schon auf fortgeschritten. Auf jeden Fall nicht auf der Standardeinstellung. Ich meine, seht es euch an. Wir haben das Credit Limit erreicht. Aber hier, da sind auf jeden Fall noch ein paar Einwohner hinzuzugewinnen. Ich wollte definitiv noch auf die Millionen kommen. Aber gut, eins nach dem anderen. Noch hier sind ein paar Kisten. Die sammle ich direkt mal ein. Ich rede mich hier im Kopf und krank. Ich weiß gar nicht, was man hier machen soll, ehrlich gesagt. Wir haben hier auf jeden Fall noch die Missionsreihe am Start. Vergrößern Sie Ihr Gebiet. Bauen Sie eine Trockenlegungspumpe und legen Sie die Sümpfe trocken. Okay. Trockenlegung beenden. Endlich. Diese Pumpen waren kein schöner Anblick. Glückwunsch. Howard wird diese Pumpen nicht mögen, aber was soll er schon tun? Die Tundra zu kolonisieren war schließlich seine Idee. Die anderen Custodians wollen Siedler in meinen Bereich schicken. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich nehme nur Spezialisten auf. Wir brauchen ein Expertenteam, um das Virus zu bekämpfen. Alles klar. Wiederherstellung der Initiative. Erste Sahne. Normales Personal reicht nicht. Die Forschungsabteilung muss mit Experten besetzt sein, um das Virus zu bekämpfen. Werben Sie Feldforscher an. Okay, Konservennahrung habe ich scheinbar schon mal eingerichtet. Und dann muss ich jetzt noch Smart-Drohnen produzieren und ein Gemeinschaftszentrum bauen. Alles klar, dann werden wir uns da mal ransetzen. Solange es so bleibt, kommen wir über die Runden. Ach, sieht schon schön aus, das Spiel, ne? Ich habe es auch ein bisschen vermisst. Dann schauen wir doch mal, wie wir hier an diese Smart-Drohnen kommen. Ein Drohnenstock produziert die Smart-Drohnen. Dafür verbrauchen wir Nanochips und Kobalt. Okay, Kobalt bauen wir auf den Bergbauplatz und hier brauchen wir Wolfram. Braucht auch einen Bergbauplatz. Okay, dann werden wir uns erstmal darum kümmern. Mal gucken, wo wir hier so Bergbauplätze überhaupt haben. Das wäre natürlich gut zu wissen, weil ohne... Gut, hier wäre schon mal einer. Und wie sieht es eigentlich mit Energie in diesem Sektor aus? 539. Das ist ja in Ordnung. Da baue ich erstmal eine Straße hin. So. Dann haben wir schon mal Wolfram, ne? Genau. Okay. Trockenlegungsstelle.
Die Sümpfe sind von Wildtieren. Ja, soll ich mich auf jeden Fall mal dran machen, dass das hier alles schön trockengelegt wird, dass ich auch das ganze Gebiet hier zur Verfügung habe. Im Sumpf zurechtzufinden ist nicht leicht. Es wird etwas dauern, bis die Kiste läuft. Und was fehlt mir hier denn? Achso, ich muss erstmal das benachbarte Gebiet sozusagen freilegen. Okay. Aber ich brauche natürlich hier noch so eine Kobaltmine. Und irgendein dieser Bergbauplätze, die ich hier scheinbar noch nicht habe, ne? Schade. Dann heißt das hier wahrscheinlich erstmal Zeit absitzen, wa? Ach man. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt den Zeitvorlauf ein bisschen aktivieren, um das hier zu beschleunigen. Oder ich gehe erstmal wieder in einen anderen Sektor. Bei null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Wie lange dauert das denn hier? 14 Minuten. Ja, ich meine, ich komme hier so auch nicht wirklich weiter, ne? Wie schaut es mit dem Raumhafen hier aus? Kann ich den schon ausbauen? Wir brauchen Feldforscher. Davon eine ganze Menge. Dann könnte ich ja vielleicht zusätzlich wenigstens mal die Stadt hier weiter ausbauen. Den auch schon mal ein Gemeinschaftszentrum spendiere vielleicht. Das allerdings erst bei 500 Ökologen freigeschaltet wird. Okay. Das lässt sich natürlich ändern. Ach, ärgerlich, dass hier immer so so Steinmüll im Weg liegt. Laut der Kampfdaten, die ich erhalten habe, hast du eine reelle Chance. Da lassen wir vielleicht mal einen frei. So in etwa. Und bauen da jetzt erstmal eine Straße drum. Okay. Und dann sollten wir eigentlich ziemlich zügig hier auf die 500 Einwohner kommen. Da muss ich auch erstmal. Ich muss mich erst mal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich habe so ein bisschen die Checkung verloren. An diesem Ort gibt es wenig Abwechslung, aber hey. Ja, 490, 91, 92. Dann kann ich den auf jeden Fall schon mal gleich den Gemeinschaftsplatz bauen. Neue Gebäudearten verfügbar. Jetzt wird das Gemeindezentrum. Da wird eins nicht ausreichen. Und hier unten, die hätten auch gerne noch eins. Ja, ich werde jetzt erstmal so grob platzieren. Und das nachher wieder alles ein bisschen im Feintuning dann wahrscheinlich effizienter regeln. Aber zunächst müssen wir eh erstmal die ganzen Grundversorgung sicherstellen. Wie sieht es hier sonst aus? Was brauchen die Kollegen eigentlich? Also Vitamindrinks, Konservennahrung aus der Arktis und die Gemeinschaft. Okay, okay, okay. Und dann die Smart-Drohnen, die allerdings dann erst mit dem nächsten Bergbauplatz möglich werden. Das ist auch noch nicht möglich. Ja, dann gehe ich einfach mal hier schauen, was hier sonst noch so anliegt. Und wo ich überhaupt stehen geblieben bin, ne? Benötigt mehr Waren. Wasser. Dann gucke ich doch mal nach den Handelsrouten. Kann ich alle einblenden lassen? Doch. Dann einmal nach Waren am besten sortieren. Wir haben eine, die Wasser handelt. Okay. Die hier oben haben zu wenig Wasser. Vielleicht können wir das ja einfach dadurch beheben, dass wir dort einen Küstenbauplatz einfach benutzen dafür. Und einfach mal die ganzen Sektoren wieder kennenlernen. Okay. Hier scheine ich angefangen zu haben, Stadt zu bauen. Gibt es hier noch Missionen? Werben Sie Arbeiter in Whitewater Bay an. Das scheint mir
ein Tutorial des Orbit-DLCs zu sein. Den lassen wir erstmal links liegen. Und ich gucke mal, ob ich hier ein paar Bauplätze habe, um Wasser zu bekommen. Ja. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ihr braucht eine Straße, ne? Okay, Wasser plus 1. Und dann schaue ich mal, was sich hier bei den Modulen getan hat. Erstmal müssen wir es hier ausbauen. So. Hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Okay, das ist Arbeitskraftwartung. Okay, Energiewartung, altbekannt. Logistikwartung, auch altbekannt. Was haben wir hier? Agrarbiokessel. Funktioniert derzeit nicht mit einem Landwirtschaft... Mit einem Landwirtschaftseinrichtung? Das ist ja auch nicht so ganz grammatikalisch richtig, oder? Ne, ist es nicht. Okay, fahren Sie mit Dr. Esther Nylands Sektorprojekt in der Tundra fort. Da sind wir auf jeden Fall dran. Und gucken wir mal, wie das hier so von den Beständen her aussieht. Baubots, okay, die liefern wir ja auch rüber in die Tundra. Wasser haben wir jetzt wieder plus, dann kann ich eigentlich mal ein bisschen hier ausbauen. Ich habe ja scheinbar schon die Vorkehrungen so etwas getroffen dafür. Die brauchen Informationen. Ja, dann ziehe ich hier erstmal ein bisschen... Ach, es fehlt an Baubots. Ich schaue mal kurz nach den Routen. Ja, hier wird was rübergeschickt. Und da ich faul bin, lassen wir uns einfach was hier von der Station schicken. Wildwater Bay, und wir nehmen einfach mal, ja, komm, für 1000 voll liefern. Kostet nur 6000, ist ja kein Problem. Neue Transferroute aktiv. Ich gucke mich mal ein bisschen um, was hier so neu ist. Technologie-Nexus. Rekrutieren Sie Ihre Astronauten. Bauen Sie Ausbildungszentrum, um unter Ihrer Bevölkerung Leute zu finden, die Astronauten werden können. Regelmäßige Shuttleflüge bringen Sie zu Ihrer Orbitalstation. Befehligen Sie eine Orbitalstation, beaufsichtigen Sie die Zusammensetzung Ihrer Orbitalwerkstätten und unterstützende Module, um die Expertise Ihrer Astronauten zu maximieren. Wenden Sie neue Technologien an. Ihre Expertise kann im Technologienexus angewendet werden. Erweitern Sie Ihre Station mit Werkstätten, um Zugriff auf fortgeschrittene Technologien zu erhalten. Das hört sich ziemlich interessant an. Ich muss sagen, Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch ich empfehle, dass Sie nicht so lange in der Schwerelosigkeit bleiben. Das sieht ziemlich weh aus. Was können wir hier so freischalten? 4 Orbitalmodulbausätze, 10 Orbitalverbindungsbausätze. Wisst ihr was? Wir skippen das hier erstmal. Wie kann ich hier wieder raus? Ach, hier schließen. Alles klar. Was ich mir mal anschauen wollte, ist die Sektorbilanz. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Da machen wir überall ganz gut Geld, aber... Ja, der Mond ist halt, glaube ich, durch die ganze Energie, die wir dort produzieren, halt ein ziemliches Verlustgeschäft. Da muss man mal sehen, dass man das noch wieder irgendwie auf die Reihe kriegt. Aber es sollte eigentlich auch